Hallo Leute, hier ist, wenn Lego Lukas noch mit dabei sind. Herr Feldmascher. Und Lego Schein TV. Ja, wir waren ja gerade auf der Lego Börse in Oberhausen und wir machen jetzt mal so ein kleines Loot-Video. Und ich fange mal an mit den Sachen, die ich gekauft habe. Ich habe mir erstmal bei Brikisimo hier so ein paar Sandsäcke gekauft, total cool. Dann von Martin Ludwig so einen deutschen Sanitäter, auch total cool. Dann auch noch bei Martin Ludwig so drei Pickelhauben für 2 Euro. Richtig geile Dinge, muss ich sagen, also richtig schön. Dann gab es ja bei Brikisimo so ein Warrior Pack als Freebie, also wenn man da so einen Gutschein ausdruckt. Dann habe ich noch bei Brikisimo noch 3 88Ks gekauft. Noch ein paar Stahlhelme in Gunmetal für meine Flecktarn-Soldaten. Ja. Dann noch ein paar dieser neuen AK-Modelle, wie zum Beispiel die AK-12 oder AKM und auch so ein bisschen Modern Combat-Zeug, also wie die Westen Westen. und sowas dann. Ja, mehr eigentlich nicht. Ja, ich denke, Lego Starlight TV macht dann mal weiter. Ja, erst anfangen. Wir haben ein paar Break Arms Waffen, dann auch nochmal. Auch diese Warrior Packs bekommen, 3 Stück davon. Die Sachen sind da jetzt halt auch drin. Ich habe mir eine Pickelhaube gekauft von Martin Ludwig. 2 € haben die gekostet. Und dann auch noch ein Brickmania Set habe ich mir auch gekauft, nämlich den Packwagen oder auch bekannt unter dem Sonder-Kfz 251-22. Ja, 4 Figuren. Sehen alle gleich aus, gleiches Gesicht. Hier so ein Backprinting. Ja, sonst das normale 251 halt nur mit einer Pack 40 drin. Ja. Kommt auch noch ein Review auf meinem Kanal. So, dann mache ich mal weiter. Ich habe mir erstmal 5 Figuren gekauft. 3 Amerikaner. Hier, der hier ist einfach die ganz normal von Brikisimo, die Custom Printed mit diesem, ja, Carabine hier. Ja, dann einer mit einer Bazooka und einen mit einer Thompson. Genau. Und dann noch 2 Deutsche. Einen mit einem K81K. Und einem Sturmgewehr 44, das werde ich aber noch abwandeln, also die Zielfernrohre, also und das Red Dot hier oben abmachen. Genau, ich habe mir auch noch ein Brickmania Set gekauft, das war dann der Panzer 4L70. Hier. Ja, genau, also hier, so sieht der dann aus, wenn er zusammengebaut ist, also wirklich sehr cool. Da werde ich dann auch in den nächsten Tagen oder Wochen ein Review zu machen, da war dann noch eine Figur bei, noch ein Deutscher. Aber in dunkelgrau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Ja. ja, bis zum Sagen nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.